Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe vor circa 3 Wochen, schätze ich, eine Predigt gehört von dem Pastor Fred Leonard. Er ist Pastor einer Gemeinde in Kalifornien. Tobi und ich haben dort 2-mal ein Praktikum gemacht und deswegen sind wir mit der Gemeinde sehr verbunden und der Kontakt ist immer da. Und ich habe mir die Predigt von ihm angehört und ich habe die so gut gefunden, also so richtig gut. Und ich habe ihm das auf WhatsApp dann geschrieben, dass die Predigt ich voll gut gefunden habe. Und der hat gesagt, ja, es ist so ein wichtiges Thema, das solltest du auch predigen. Mach das, ich glaube, du kannst es. Und das habe ich mir dann zu Herzen genommen und heute werde ich auch dieses Thema predigen. Und ich hoffe, es kommt bei euch auch so viel an, wie es bei mir angekommen ist, als ich die Predigt von Pastor Fred gehört habe. Zur Einstimmung auf dieses Thema habe ich einen kleinen humoristischen Beitrag aus dem österreichischen Rund am Anfang anhören. Ich möchte mich aber vorher schon entschuldigen. Es kommt ein deftiges Dialektwort am Anfang vor. Versucht es einfach zu ignorieren und dann zu vergessen, dass ihr sowas in einem Gottesdienst gehört habt, okay? Gut. Der Ö3-Wecker präsentiert Spiele, die gerne olympisch wären. Heute 100 Meter Sudern. So, die Suderboote sind bereits im Wasser und los geht's. Alles ist Arsch, heute ist so heiß, morgen regnet's, übermorgen ist kalt, ich hab kein Geld. Die Schwammeln im Wald kosten was, ich steh im Stau, der Bus kommt nicht, bei der Kasse geht nichts weiter, auf Nacht wird's finster, ich kann nicht schlafen, im Fernsehen ist auch nichts, schon wieder arbeiten, ich find keinen Parkplatz, ich bin summiert, die Milch ist sauer, das Benzin ist teuer, die Frisur sitzt nicht schon wieder arbeiten. Stop! Hey, you are out! Oh, da schreiten die Suderrichter ein. Schon wieder arbeiten war eine Wiederholung und das ist im 100 Meter Sudern verboten. Aber kein Grund zur Panik. Eines gleich vorweg. Im 100 Meter Sudern ist uns Österreichern die Goldmedaille nicht zu nehmen. Wie geht's unserem Athleten? Es ist so unfair. Die Richter sind gegen mich. Mir macht's keinen Spaß mehr. Alle haben solche Gesichter. Und Sudern tun's auch immer. Ja, das war's vom 100 Meter Sudern und damit wieder zurück ins Studio. Spiele, die gerne olympisch wären. Auch morgen wieder im Ö3-Wecker. 100 Meter Sudern anscheinend eine olympische Disziplin wäre, könnten wir Österreicher bei den Sommerspielen eine Medaille mehr mit heimnehmen, denkt Ö3. Sudern, Ranzen, Jammern, Murren. Österreich hat den Ruf, da im Spitzenfeld mit dabei zu sein. Das ist etwas, was wir anscheinend ganz gut kennen. Aber was passiert, wenn wir sudern und ranzen? Es raubt uns Freude und es stiehlt den inneren Frieden. Es nimmt uns etwas von dem Leben weg, was wir eigentlich haben könnten. Aber nicht nur wir Österreicher sind da gut. Ich habe in der Bibel gelesen und ein anderes Volk gefunden, das da auch ganz vorne bei den Top 3 mit dabei ist. Die Leute, die schon mal ein bisschen in der Bibel nachgeschlagen haben, wissen, von wem ich rede. Ich rede vom Volk Israel. Ich möchte jetzt eine kurze Geschichte umreißen, und zwar die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Und ich lese euch nicht vor, weil das sind zu viele Kapitel, ich erzähle es noch. Ganz am Anfang fangen wir an. Es gab eine Hungersnot, eine große Hungersnot im Nahen Osten. Durch die Führung Gottes ist Josef, ein Israelit, in Ägypten gelandet gewesen und er war der wichtigste Berater des Pharaos und hat das Volk vor der Hungersnot bewahrt. Jetzt ist dann in Josef seine Großfamilie, es waren 70 Leute, sind dann auch nach Ägypten gegangen, dort hat es noch Essen gegeben, dort wo sie waren nimmer und haben sich in Ägypten niedergelassen. Sind dann nach der Hungersnot auch dort geblieben. Und über die Jahre haben sich die Israeliten einfach irrsinnig vermehrt. Die sind gewachsen und gewachsen, ein großes Volk geworden. Ein neuer Pharao ist gekommen, der hat die Geschichte mit Josef nicht mehr so am Herzen gehabt und hat sich gedacht, das ist jetzt echt gefährlich. Weil, was ist, wenn die Israeliten sich mit meinen Feinden verbünden, dann habe ich Feinde direkt im Land. Ich muss was unternehmen, die sind mir zu gefährlich. Wenn die gegen mich was unternehmen, habe ich wirklich ein Problem. Deswegen hat er begonnen, sie zu versklaven. Und er war wirklich ein mörderischer Sklaventreiber. Manche von euch haben das auch im Geschichtsunterricht mitgekriegt, beim Pyramidenbau und so. Und die Israeliten, die haben seine Städte bauen müssen. Aber die Sklaverei hat das Volk noch nicht geschwächt. Dann hat er noch begonnen, die Babyjungs
ermorden zu lassen. Und trotzdem ist das Volk weitergewachsen. Egal, was er unternommen hat, das Volk ist gewachsen. Aber das Volk ist unzufrieden geworden. Kein Wunder, wer ist schon ein zufriedener Sklave? Und die haben begonnen zu schreien um Hilfe. Und zwar zu ihrem Gott haben sie um Hilfe geschrien. Und Gott hat einen Befreier berufen, Mose. Er war da, um sie zu befreien. Mose hat dann Kontakt schon gehabt zum Pharao-Haus, ist hingegangen, hat gesagt, ich möchte gern mit meinem Volk marschieren, dann habt ihr keine Feinde mehr im Land und wir haben unsere Ruhe. Der Pharao hat das nicht ganz so einen guten Vorschlag gefunden, weil wie kriegt er denn dann seine ganzen Pyramiden und so fertig? Er hat gesagt, nein, ich will Sklaven, hol ich mir. Jetzt hat der Pharao aber nicht mit Gott gerechnet. Gott wollte auch, dass sein Volk in Freiheit leben kann. Er hat gesagt, okay, Pharao, dann werde ich versuchen, Überzeugungsarbeit zu leisten und dir zeigen, dass es ganz schön teuer ist, wenn du die Sklaven behalten willst. Und Gott hat Plagen geschickt, die dieses Land getroffen haben. Am Anfang weniger schlimme, Pharao war noch nicht überzeugt, dann immer schlimmere. Und erst nach der 10. Plage, nach dem 10. Wunder war der Pharao so weit, dass er dachte, okay, das kostet mir jetzt schon wirklich zu viel, diese Sklaven zu behalten. Ich lasse euch ziehen. Ihr dürft gehen, ihr dürft in die Freiheit. Das Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten, weg von der Sklaverei, hinaus in die Freiheit. Kurz darauf hat sich der Pharao anders überlegt und hat gesagt, nein, ich brauche die Sklaven doch wieder. So schlimm waren die Plagen noch nicht, holen wir es wieder zurück. Hat sein ganzes Heer mobilisiert, ist den Israeliten nachgejagt. Die Israeliten haben das gesehen. In der Wüste waren vielleicht, weiß ich nicht, wie hoch die Sanddünen da waren. Sie haben das mitgekriegt, jetzt geht es uns an den Kragen. Weil sie sind marschiert und wenn du von Ägypten weggehst, musst du da beim Roten Meer, so da sind sie angestanden. Hinter einer das Heer, vor einer das Meer. Entweder sie marschieren ins Meer und ertrinken, oder sie warten, ob sie das Gemetzel mit dem Heer überleben und dann wieder in die Sklaverei dürfen oder halt in der Wüste umgebracht werden. Sie waren nicht ganz zufrieden mit ihrer Lage, die Israeliten auf jeden Fall. Keine von den Perspektiven war wirklich gut. Was machen sie? Sie fangen an zu murren. Sie gehen zu Mose und sagen, du bist schuld. Wenn meine Kinder daheim hinfallen und sie das Knie haben, ich bin immer schuld. Egal was war, brauche nicht einmal im selben Raum sein, aber ich war immer schuld. Und egal was für Probleme die Israeliten gehabt haben, der Mose war schuld. Du bist schuld. Du hast uns da rausgeführt. Wären wir doch in der Sklaverei geblieben. Aber jetzt sterben wir in der Wüste. Sie haben gerade 10 Wunder erlebt gehabt, wie Gott eingegriffen hat, um ihnen zu sagen, ich will euch die Freiheit schenken. Aber da am Meer haben sie gemurrt. Sie haben gegrunzt und gesudert und gejammert. Und Gott ist so gnädig und er macht das Unvorstellbare, das Unvergleichliche, etwas, was noch nie war, etwas Unfassbares. Die haben schon oft gehört, für uns ist uns, ich habe es dann immer vor die Sessel auf, aber er teilt das Meer. Ich meine, denen muss die Socken auszuhauen haben. Wahrscheinlich haben sie in der Wüste kein Auge gehabt, aber das Meer teilt sich, sie marschieren durch. Eine wundersame Rettung. Also ich meine, wie die gefeiert haben, erstmal, wenn du glaubst, ich bin so gut wie tot und dann kommst drauf, hey, es gibt doch noch Perspektive des Lebens. 3 Tage später, nachdem sie durchs Meer gegangen sind, geht ihnen das Wasser aus. Ich kenne Leute, die wären schon unausstehlich, wenn sie Hunger haben. Aber wer mal tagelang Durst hat, wer vielleicht sieht, wie seine Kinder jammern, weil es nichts zum Trinken gibt, man, dann wirst echt ungemütlich. Jetzt kommen sie zu einer Quelle. Wasser. Und das schmeckt bitter. Es ist untrinkbares Wasser. Die Israeliten, sie haben die 10 Plagen erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott das Meer für sie geteilt hat. Und jeden Tag sehen sie eine Wolkensäule, die vor ihnen marschiert und in der Nacht eine Feuersäule. Also sie haben gewusst, Gott ist gegenwärtig. Was machen sie an der bitteren Quelle? Mose, du bist schuld, wenn wir doch in der Sklaverei geblieben wären. Sie machen das, was sie immer machen, wenn sie ein Problem haben. Sie sudern, sie jammern, sie ranzen, sie murren. Man könnte denken, vielleicht hätten sie es schon gelernt und würden einfach Gott um ein Wunder bitten. Haben sie schon ein paar gesehen. Aber es steht in der Bibel nichts davon, dass sie zu Gott geschrien haben. Wir sehen nur, dass sie Mose angejammert haben. Mose wirft ein Stück Holz in das bittere Wasser. Das Wasser wird trinkbar. Nicht wegen dem wundersamen Holz, nicht wegen Mose, sondern weil Gott wieder Wunder tut.
Das Volk marschiert weiter. Ein Monat später geht ihnen dann das Essen aus. Sie machen, was sie immer machen. Sie kommen zu Mose. Du bist schuld, dass wir jetzt da verhungern. Sie sagen sogar, hätte uns Gott doch in Ägypten getötet, dann hätten wir zum Abschied wenigstens ein Fleisch essen können. Aber hier in der Wüste müssen wir verhungern. Wir kriegen nicht einmal eine Henkersmahlzeit. Sie sind stinksauer. Gott ist gnädig, macht ein Wunder, schickt ihnen Wachteln, Vögel, die sich in die Wüste verirren, die sie essen können. Und ob dann? Jeden Tag noch Brot vom Himmel. Also sie sehen die Wolkenseile, die Feuerseile, tägliches Brot vom Himmel, sind durchs Meer marschiert, haben Versorgungswunde erlebt. Kurz darauf geht ihnen wieder das Wasser aus. Und sie haben immer noch nichts gelernt. Immer noch, Mose, du bist schuld. Sie sind kurz davor, Mose zu steinigen. Der, ihre einzige Hoffnung, der, der immer für sie zu Gott schreit, und sie wollen ihn steinigen, weil er schuld ist daran, dass sie jetzt gleich verdursten werden. Und Gott, unfassbar, dass der diesen sudenden und ranzenden und murrenden Israeliten wieder Wasser schenkt. Es kommt Wasser aus dem Felsen, sie können es trinken und sie sterben nicht einfach so in der Wüste. Weil Gott es gut meint. Wir haben gesungen, immer und immer bist du treu. Und das haben eigentlich die Israeliten tagtäglich erlebt. Wir haben auch gesungen, alle meine Sorgen werfe ich auf dich. Das haben die Israeliten nicht gemacht. Die haben sie auf dem Mose zu Füßen geworfen, ihre Sorgen. Jetzt ist es einfach, über die Israeliten zu reden und zu schimpfen. Aber ich möchte jetzt ganz wirklich eine sehr persönliche Geschichte aus meinem Leben erzählen. Diesen Sommer hatten der Tobi und ich 2 Wochen Urlaub. 2 Wochen Sommerurlaub, 1. Woche zu Hause in Österreich, ein bisschen entspannen, was unternehmen mit den Kindern, 2. Woche Kroatienurlaub. Ich habe ein Gebetstagebuch, wo ich immer aufschreibe, was ich denke, Gott sagt zu mir und was auch ich Gott sagen möchte. Und am Montagmorgen, 1. Tag vom Urlaub, habe ich Folgendes in mein Gebetstagebuch geschrieben. Herr Jesus, ich bitte dich um deine Gnade, dass du uns Gesundheit und Erholung im Urlaub schenkst. Du siehst, dass Lilo, das ist unsere ältere Tochter, die ist 7 Jahre, heute Nacht Fieber hatte. Es ist echt auffällig, wie oft jemand von uns krank wird, wenn der Urlaub kommt. Also mein Gefühl hier ist mindestens zu 50% ist wer von uns im Urlaub krank. Okay, ich habe mir gedacht, gut, es ist in Österreich, heute ist Montag, bis wir nach Kroatien fahren, ist das alles schon wieder gegessen. Donnerstag habe ich in mein Gebetstagebuch geschrieben, Herr, du siehst, wir haben nun Urlaub und gleichzeitig hat Lilo Fieber. Bitte rühre sie an und lass uns die 2. Urlaubswoche richtig genießen und uns erholen und auftanken. Also die 1. Urlaubswoche habe ich schon aufgegeben. Wir sind dann am Donnerstag zum Kinderarzt gegangen, weil wir gedacht haben, sie hat jeden Tag so zwischen 38,5 und 39 Grad Fieber abends gekriegt. In der Früh nichts, aber abends Fieber. Die haben mir gedacht, abklären, nicht, dass irgendwas Ernstes ist, bevor wir in Urlaub fahren. Sicher ist sicher. Wir gingen zum Kinderarzt. Der horcht sie ab oder Lunge, weil es ein bisschen kurz ist, und sagt, naja, hört nichts, wir können noch Lungenröntgen gehen, sicher ist sicher, haben wir gemacht, hat man nichts gesehen. Dann hat er uns gesagt, naja, zur Sicherheit gibt er uns nur Antibiotika mit, aber wir brauchen uns nichts denken, wir können ruhig in Urlaub fahren, in Kroatien sind die Ärzte zur Not auch gut, aber das ist, wird nicht so eine lange Geschichte sein. Und natürlich haben wir als Familie gebetet für die Gesundheit und wir haben auch unsere Eltern und Schwiegereltern und Tanten und Onkel, alle haben gebetet für die Lilo. Samstag, wir fahren in der Nacht nach Kroatien und ich habe Folgendes in mein Gebetstagebuch geschrieben. Herr, es fällt mir etwas schwer, dir zu vertrauen. Seit 6 Tagen ist Lilo krank und wir beten für sie und es wird nicht besser. Jeden Tag bis 39 Grad Fieber. Herr, du versprichst, du bist unsere Rettung. Beweise es. Herr Jesus, bitte berühre Lilo. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie bekommt Antibiotika, der Arzt findet nichts und 6 Tage abwarten haben auch nicht geholfen. Ja, so soll es nicht weitergehen. Also ich war schon ehrlich auch zu Gott mit meinen Gefühlen, wie man sieht. Montagmorgen habe ich Folgendes geschrieben. Vater, wenn ich ehrlich bin, habe ich schon eine kleine Glaubenskrise. Wir beten und beten und doch heilst du Lilo nicht. Du bist doch stärker als Satan. Also kann das kein Hindernis sein. Warum dann nicht? Ich
vertraue dir auch nicht mehr so wirklich, dass das alles gut ausgeht, da ich nicht sehe, dass du dich darum kümmerst. Herr, was soll das? Was ist mit mir? Ich habe mich so auf den Urlaub gefreut. Es war so morgens, vormittags ist der Lilo ganz gut gegangen, aber abends dieses Fieber und ich habe mir gedacht, mit Antibiotika, bis wir in Urlaub dann fahren, hilft es sicher und es hat keinerlei Besserung war. Am Dienstag habe ich dann unseren Kinderarzt angerufen in Österreich und habe ihm gesagt, die Lilo hat jetzt schon den 9. Tag Fieber, wir geben ihr jetzt schon 5 Tage lang Antibiotika, nichts verändert sich. Und der Kinderarzt hat gesagt, 7 Jahre, das ist nicht normal, wir sollen zu einem Arzt in Kroatien schauen, weil ein Kind hat in dem Alter nicht einfach ohne Grund so lang Fieber. Und uns dort auch noch ein neues Antibiotika verschreiben lassen. Wir sind dann an dem Tag noch zu einem Kinderarzt, einer Ärztin, einer normalen Ärztin in Kroatien, und die fragt mich, seit Sonntag hat sie Fieber, also heute ist der 3. Tag. Sage ich, nein, nicht der 3., heute ist der 9. Tag. 9 Tage, nein, das ist nicht normal. Und ja, habe ich mir auch schon gedacht. Sie horcht die Lilo an, sagt, sie wirkt ganz gesund, aber 9 Tage Fieber, wir sollen ins Krankenhaus eine Blutuntersuchung machen lassen, um rauszufinden, was die Lilo hat. Abgehorcht, sie hat nichts an der Lunge oder was gehört. Sie hat uns ein neues Antibiotika verschrieben und an dem Abend, wir haben Essen gebraucht, jetzt habe ich Lilo fiebersenkendes Mittel gegeben, damit wir essen gehen haben können. Wir sind an den Strand gegangen und es war der schönste Abend im ganzen Jahr. Lilo hat circa ein halbes Jahr gebetet, dass wir im Urlaub in Kroatien Delfine sehen werden, weil Delfine ihre Lieblingstiere sind. Wir haben eine Bootstour gemacht in den Sonnenuntergang und haben 2 Delfine gesehen. Die Jungs waren in Kroatien und die haben gesagt, sie dürfen sich ein Souvenir mitnehmen und die haben gesagt, wir wollen ein Skateboard. Jetzt bist du da in irgendeinem Touristen-Café, kriegst du ein Skateboard her. An dem Strand hat jemand Skateboard verkauft, wo die Räder leuchten in der Finsternis. Also an dem Abend habe ich echt das Gefühl gehabt, wie Gott sagt zu mir, ein paar Tage Fieber und du hast eine Glaubenskrise. Du zweifelst an mir, du vertraust mir nicht mehr. Ich bin so viel größer als deine Probleme. Und es war so ein wundervoller Abend, wo die Herzenswünsche unserer Kinder erfüllt waren. Und am nächsten Tag war die Lilo symptomfrei. Kein Fieber mehr, nichts. Es war nicht eine Besserung, es war am nächsten Tag weg. Am Freitag habe ich dann Folgendes in mein Tagebuch geschrieben. Meine geliebte Tochter, also Gottes Reden zu mir. Ich bin der Fels, der niemals wankt, gerade in unruhigen Zeiten. Zweifle nicht so schnell an mir, nur weil einmal nicht alles so läuft, wie du es dir erträumst, erhofft hast. Ich bin trotzdem Gott und ich bin gut. Ich bin der Fels, auf dem du sicher stehst. Baue ganz auf mich, in guten wie in schlechten Zeiten. Es ist einfach, ein Glaubensheld zu sein, wenn alles glatt läuft. Es ist einfach, Gott zu vertrauen und von seiner Güte und Gnade zu singen, wenn alles schön und rund läuft. Aber es hat nur ein paar Tage Fieber gebraucht, damit ich eine Glaubenskrise hatte. Es war diese, nicht nur, dass die Lilo krank war, sondern dass ich nicht gewusst habe, was hat sie, ist es wirklich was Ernstes, ist es einfach nur Fieber, was weggeht. Und das hat mir irgendwie meinem Glauben den Boden entzogen. Und ich kenne jetzt Gott schon seit 30 Jahren. Ich habe seinen Reden zu mir oft gehört. Ich habe Wunder gesehen, die er getan hat. Und ich war so schnell am Murren und Sudern. Ich habe Gott gegenüber mir kein Blatt vom Mund genommen. Und ich glaube nicht, dass das richtig gewesen wäre. Ich muss Gott nichts vorspielen. Aber eigentlich hätte mein Glaube nach so langer Zeit, wo ich Gott kenne, doch schon stärker sein können, dass ich ihm trotzdem noch vertraut hätte. Und dann stehe ich vielleicht hier und denke mir, ja, die Israeliten, haben die nichts gelernt? Wenn deine Kinder am Verdursten sind, also meine Tochter hat nur ein bisschen Fieber gehabt, die war nicht kurz vorm Sterben. Und ich glaube, dass wir vergessen oft so schnell, wo wir herkommen, aus der Sklaverei. Wir waren Sklaven der Sünde, wir waren verloren. Wir waren ohne Hoffnung und Gott hat uns befreit. Und anstatt, dass wir dankbar für das sind, was Gott schon gemacht hat, wenn es einmal gerade nicht glatt läuft, vergessen wir das total. Wir vergessen auch, was wir auf dem Weg schon für Wunder erlebt haben, wie Gott da mehr geteilt hat, Probleme für uns gelöst hat, wo er uns geheilt hat, wo er auf unsere Fragen geantwortet hat. Wir vergessen das. Und weil wir das alles vergessen, sind wir so schnell am Sudern und Murren und am Zweifeln an Gott. Und wir vertrauen ihm unsere Sorgen nicht wirklich an. Wir sagen es ihm vielleicht, aber wir können uns die Sorgen irgendwie doch noch. Und wir vergessen auch oft,
wo wir eigentlich hingehen mit Gott, was unsere Zukunft ist. Der Prophet Jeremia schreibt, denn ich weiß genau, welche Gedanken ich über euch habe. Mein Plan ist es, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und sobald mein Glauben ein bisschen geschwabbelt ist, und ich glaube, ich bin nicht alleine, wahrscheinlich geht es einigen von euch ähnlich, vergiss ich das. Und dann kommt vielleicht die Stimme, die sagt, ja, aber das war doch eine Verheißung für Israel, das gilt doch nicht für dich. Bist du sicher, dass Gott zu dir geredet hat? Das damals, das war doch kein Wunder, das war einfach Zufall. Und diese Stimme, das ist nicht Gott, das ist nicht der Heilige Geist, das ist Satan, der Raum in uns gewinnt, weil wir Zweifel in unserem Glauben zulassen, weil wir uns nicht erinnern an das, wo wir herkommen und was Gott schon für uns getan hat. Das ist die eine Seite, die das Murren betrifft, das Sudern und das Ranzen, dass wir unzufrieden sind mit Gott. Aber dann gibt es noch eine andere Seite, eine zweite Seite. Und zwar in meinem Leben, in deinem Leben, in unser aller Leben gab und gibt es Menschen, die uns verletzen, beleidigen, verärgern. Das passiert. Und dann kann es sein, dass ein zweiter Fehler passiert, nämlich dass wir beginnen, über diese Menschen zu sudern, zu ranzen, zu murren und beleidigt zu sein. Manchmal macht man das vielleicht nur innerlich, wenn uns etwas stört, dass man innerlich diese Streitgespräche haben, manchmal sudern und ranzen auch bei anderen. Und es gibt immer etwas. Der Lobpreis war zu laut, nein, der Lobpreis war zu leise, die Predigt war zu lang, nein, die Predigt kam zu kurz, die Frau vom Pastor hat mich heute nicht gegrüßt. Das passiert wahrscheinlich vielen von euch, ist eine Schwäche von mir. Ich übersehe so viele Leute, ich bin immer so fokussiert. Es gibt immer etwas zum Sudern, so wie wir gehört haben beim 100 Meter Sudern. Der immer was, Wetter ist kalt, es ist warm, es ist heiß, es ist regnerisch. Und es wird Leute geben, ob absichtlich oder unabsichtlich, die werden uns verletzen, die werden uns wehtun, wir werden Wunden davon tragen. Und wenn wir dann beginnen zu sudern, dann passiert Folgendes. Suderanten sind Mistkübel. Die sammeln den ganzen Mist in sich hinein. Alles Mist, was passiert, wird hineingesammelt in der Mistkübel. Und wenn sie dann den Mund aufmachen, dann wundern sie sich, warum stinken. Wer sudert, sammelt den Dreck in sich und kultiviert den Dreck. Und der, ja, man freut sich über den ganzen Dreck, über den man immer jammern kann, den man alles in sich hineinfrisst. Und dann kann es noch passieren, dann kommt noch wer anderer und sagt, du, ich hätte auch noch. Und man sagt, ja, ich bin eh schon relativ voll mit Mist. Andere haben auch schon abgeladen, du kannst ja noch gern bei mir auskotzen. Komm, kotz schon. Und man nimmt noch alles, was andere zum Auskotzen haben, auch noch dazu. Und man denkt, man ist hilfreich. Man gibt ihnen ein Ohr, sie können sich ausreden, sie vertrauen mir. Aber wenn wir sudern, passiert bei ihnen Folgendes, nämlich sie werden hart, sie werden bitter, die Verletzung wird stärker, es wird nicht besser. Und dasselbe passiert aber auch dir beim Zuhören. Die Personen, über die sie sudern und jammern, die kriegen bei dir automatisch einen schlechten Beigeschmack. Und eigentlich sollten wir sein und sagen, hey, na, das ist Gift. Hör auf, mich anzukotzen mit deiner Sache. Es gibt eine Person, die dir helfen kann und das ist Gott. Geh zu Gott und kotz dich dort aus, aber nicht bei mir. Und dann klär das mit dieser Person. Aber ich bin nicht da, um all diesen Müll dieser Welt zu sammeln. Ich muss schauen, dass nicht so viel Müll in mir drinnen ist. Wenn wir dieses Sudern und Murren und das Beleidigtsein zulassen, geben wir auch Satan Raum in unserem Leben. Dann hat er eine Angriffsfläche, wo er unsere Gedanken vergiften kann, wo er uns ablenken kann von dem, was wirklich zählt. Was wir dann brauchen, ist, dass wir vielleicht einen Spaziergang machen oder uns Zeit nehmen mit Gott und mit ihm das klären. Ich habe bewusst so eine Bank ausgesucht, weil man denkt, das wäre ein guter Ort, um mit Gott einiges mal zu klären. Und zu sagen, hey, das sind meine Verletzungen, die ich habe, weil du nicht so dich verhalten hast, nicht so gewirkt hast, wie ich es wollte, aber auch, weil andere mich verletzt haben. Nimm das. Und es dauert vielleicht seine Zeit und es geht nicht so schnell. Aber ich glaube, wir können uns entscheiden. Wollen wir ein Mistkübel sein, der alles in sich hineinfrisst, den ganzen Dreck? Oder wollen wir ein Klo sein? In einem Klo passiert auch ganz schön viel Mist, aber es wird gespült. Und es ist weg. Ich weiß, es sind heute ein bisschen ekelige Vergleiche, aber vielleicht helfen sie, dass sie in Erinnerung bleiben.
Es wird Mist passieren in unserem Leben. Leute werden uns verletzen und beleidigen. Aber wir müssen nicht daran festhalten. Wir müssen es nicht wie ein Mistkübel reinfressen. Wir können das im Klo runterspülen und sagen, all meine Verletzungen, meinen Ärger gebe ich bei dir ab, Gott. Und ich will in mir drinnen nicht diesen Dreck haben. Man lässt den Dreck nicht im Haus, man spült und er ist weg. Das ist eine wunderbare Errungenschaft, die wir heute haben, dass wir nicht den Mist vom Klo sammeln müssen, sondern dass der das Haus verlässt. Und genauso soll die Verletzungen und Beleidigungen unser Leben verlassen, weil wir sie bei Gott abgeben, weil wir sagen können, du bist der Herr und du hast mir vergeben und ich vergebe anderen. Der Apostel Petrus schreibt, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Und wenn der Heilige Geist unser Leben beherrscht und wenn die Liebe wächst, dann kann diese Liebe Sünden zudecken. Nicht, weil wir sagen, Sünde ist nicht wichtig, Sünde ist nicht ernst. Nein, aber weil es jemand gibt, der am Kreuz für Sünden gestorben ist. Deswegen kann Liebe Sünden zudecken. Sachen, die uns verletzen, können zugedeckt werden durch die Liebe. Aber auch wenn ich euch verletze, wenn du wen verletzt, kann diese Liebe Sünden zudecken und Leben wird wieder möglich. Und es ist kein großes Geheimnis, wenn ich euch das jetzt sage, sudern, raunzen, murren, beleidigt sein, ändert nichts, gar nichts an der Situation. Wenn wir die Zeit, die wir mit sudern verbringen, beten würden, ich bin überzeugt, es wird sich was ändern, weil ich bin überzeugt, dass Gebet wirkt. Wenn wir anstatt dessen, dass wir sudern, zu Gott kommen, er ist der Einzige, der was ändern kann an der Situation, der Einzige, dann ist es möglich, dass erstens der Dreck unser Leben verlässt und dass auch Heilung geschehen kann. In der Bibel haben wir Anleitung, was wir machen sollen, anstatt zu sudern. Das steht zwar nicht so wortwörtlich drinnen, aber es ist voll passend. Und ich möchte mit euch gemeinsam Philipper 4 aufschlagen. Der Philipperbrief, den hat der Apostel Paulus an die Christen in Philippa geschrieben, in Philippi geschrieben. Also das waren die Philipper, die den empfangen haben. Kapitel 4, Abvers 4. Philipper ist nicht so schwer zu merken. Philipper 4, Abvers 4, 4 Verse lang. Schauen wir es uns an. Da schreibt der Apostel Paulus, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Es ist so viel Weisheit in diesen Worten. Wenn wir sudern, raubt es die Freude. Freude wird erstickt durch Sudern. Aber Freude erstickt auch Sudern. Wenn wir freudig sind, werden wir nicht sudern. Und Freude ist auch eine Entscheidung. Als ich in Kroatien war, ich war nicht die ganze Zeit so extrem besorgt. Aber wenn ich mir Zeit genommen habe, um über die Situation nachzudenken und zu beten, dann sind Sorgen gekommen. Ich hätte mich auch entscheiden können, ich vertraue Gott. Ich vertraue darauf, dass Gott die Lilo liebt und dass egal was kommt, es gut wird. Aber ich habe mich nicht entschieden zu vertrauen. Ich habe mich entschieden, Sorgen zu machen. Und das hat mir Freude auch genommen. Die Lilo hatte den schönsten Urlaub ihres Lebens, trotz des Fiebers. Freut euch, unabhängig von Umständen. Es steht nicht, freut euch, wenn es euch gut geht, seid traurig, wenn es mir nicht passt, sondern freut euch. Vers 5 schreibt Paulus, lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Wenn wir sudern und ein Mistkübel sind, der den ganzen Dreck in sich drinnen hat, dann wird nicht Freundlichkeit und Herzlichkeit rauskommen, wenn wir mit anderen Menschen unterwegs sind. Aber wenn wir Gott den Mist ausräumen lassen, dann können wir freundlich und herzlich sein, auch zu Personen, die uns schon verletzt haben. Dann ist es möglich, dass wir ein Wohlgeruch sein, wenn unser Mund aufgeht und nicht, dass wir stinken von dem ganzen Dreck, den wir mit uns herumziehen. Und dann steht, denkt daran, dass der Herr bald kommt. Wenn wir wirklich wissen, dass Jesus bald wiederkommt, dann werden wir uns nicht von Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Dann werden uns irgendwelche Beleidigungen, Verletzungen nicht mehr so wichtig sein, weil wir wissen, es geht um etwas. Jesus kommt bald wieder. Und Jesus hat einen guten Plan für unser Leben. Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Ich habe gebetet für meine Tochter, aber die Sorgen habe ich nicht gelassen. Tobi und ich, wir sind verheiratet und wir sind anscheinend beide Weltmeister im Sorgen machen. Ich liebe es eigentlich, mir Sorgen zu machen und selber eine Lösung für meine Probleme zu finden. Das ist so eine Genugtuung, wenn ich dann eine Lösung finde.
aber es ist nicht förderlich im Glauben. Sorgt euch um nichts. Ich hätte meine Sorgen abgeben können bei Gott. Ich hätte sagen können, ich vertraue dir, weil ich weiß, dass du gut bist. Selbst wenn ich es jetzt noch nicht sehe, weiß ich das. Aber das habe ich nicht getan. Ich habe meine Sorgen nicht abgegeben. Und ich möchte euch ermutigen, lasst mir wirklich unsere Sorgen bei Gott. Weil Sorgen stiehlt auch diese Freude, die wir eigentlich haben sollen, wie Paulus schreibt. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Dankbarkeit, das habe ich vorher schon erwähnt. Wenn wir uns erinnern an das, wo wir waren und was wir schon erlebt haben, dann kommt Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ein Sorgenfresser. Also Dankbarkeit ist ein Gegenmittel zu Sorgen. Und wir können auch schon dankbar sein für das, dass wir wissen, dass Gott eingreifen wird und dass uns nicht im Stich lassen wird. Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Wenn wir wirklich die Freude wählen, wenn wir unsere Sorgen bei Gott abgeben und dankbar sind, dann können wir auch inneren Frieden wirklich haben. Auch wenn deine Tochter krank ist, auch wenn andere Probleme in deinem Leben sind. Dieser Friede ist wirklich möglich, davon bin ich überzeugt. Und dann heißt es noch, sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Dieser Friede wird unseren Glauben bewahren. Mir hat so schnell den Boden unter meinem Glauben weggezogen, weil ich nicht diese Verse in meinem Leben berücksichtigt habe. Wenn wir aber uns auf die Verheißung Gottes stellen, wenn wir wählen, freudig zu sein und die Sorgen abzugeben, dann wird auch der Friede bleiben und der Friede wird unseren Glauben bewahren, auch in den Stürmen des Lebens. Diese Verse, die enthalten so viel Weisheit, dass ich beschlossen habe, ich lerne die auswendig. Ich muss die wirklich innerlich können. Erstens, wenn man auswendig lernt, man muss die so oft sagen, dass man richtig drüber meditiert und immer wieder neue Aspekte entdeckt. Aber es ist auch wichtig, weil es werden Dinge kommen, wo du vielleicht enttäuscht bist von Gott, wo Menschen dich verletzen. Und wo Satan wieder probiert, einen Fuß in die Tür reinzukriegen. Und dann brauchen wir Munition. Wir müssen eine Antwort darauf haben. Und wenn wir Gottes Wort in uns haben, können wir Satan antworten. Und dann können wir uns entscheiden für Freude, für Frieden. Und das, was da beschrieben wird, ist meiner Meinung nach ein Leben in Fülle. Weil es unabhängig ist von den Umständen. Es ist nicht nur ein gefülltes Leben, sondern ein erfülltes Leben. Es ist nicht nur Überleben, sondern wirkliches Leben im Plan Gottes. Und deswegen heißt meine Predigt heute, nächste Folie, suderst du noch oder lebst du schon? Weil ich glaube, dass das Sudern uns wirklich abhält davon, ein erfülltes Leben zu haben. Suderst du noch oder lebst du schon? Es ist deine Entscheidung, willst du ein Mistkübel sein oder ein Klo? Sammelst du oder lässt du gehen? Und es bedeutet nicht, dass wir nicht ehrlich sein dürfen zu Gott, aber dass wir ihm das überlassen, die Sorgen bei ihm lassen und dass er uns den ganzen Mist aus unserem Leben nehmen darf und dass wir dann wirklich in seinem Plan leben dürfen, dass wir die Freude und die Dankbarkeit und den Frieden, dieses erfüllte Leben erfahren. Es ist Anfang des Jahres. Und Anfang des Jahres ist immer ein guter Moment für neue Gewohnheiten. Und ich für mich will mich entscheiden, kein Mistkübel zu sein, kein Suderant zu sein, sondern mein Vertrauen auf Gott zu setzen und keine Verletzungen, die mir angetan werden, zu kultivieren, sondern das bei Gott alles gehen zu lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle gemeinsam machen sollten. Ade zum Sudern, selbst wenn uns dann die Staatsbürgerschaft entzogen werden würde. Wir wollen Leute sein, die Freude verbreiten und nicht herumgängern und sudern und jammern. Und dazu ist es erste Schritt einmal möglich, nötig, dass wir uns die Zeit nehmen, die wir mit Gott einmal brauchen, um das, was bisher war, einfach auch zu verarbeiten. Jetzt gerade schneit es ein bisschen, wir werden nicht so eine schöne Bank im Sonnenuntergang vielleicht gemütlich sitzen, aber vielleicht sitzt ihr ans Fenster und schaust den Schneeflocken zu mit einer großen Tasse Kaffee oder Tee. Nimm dir die Zeit, die du mit Gott brauchst, um einfach Dinge oder wenn was passiert, es aufzuarbeiten.
Das Zweite, was ich euch als Hausübung aufgeben möchte, lernt Philippa 4, ab Vers 4, 4 Verse lang auswendig. Das kostet ein bisschen Zeit. Aber ich sage es euch, es ist es wert, wenn wir in Dinge investieren, die unser Leben reich machen, wenn wir Munition sammeln. Und das Vierte ist, macht euch Erinnerungen. Die Israeliten haben Altäre gebaut, Gedenksteine aufgesetzt, haben sich erinnern. Macht euch Erinnerungen an die Dinge, die Gott getan hat. Aber ich brauche auch immer Erinnerungen, wenn ich eine Gewohnheit ändern will. Ich schreibe mir dann oft Sachen aufs Handgelenk, dass ich nicht vergiss, für jemanden zu beten oder etwas anderes. Die letzten paar Tage ist da immer JC1 gestanden. Wer wissen, wie was das bedeutet hat, müsst ihr mich fragen. Oder ihr pickt euch irgendwann Zettel in der Wohnung auf, die euch erinnert, ihr wollt kein Mistkübel mehr sein. Ihr wollt lieber ein Klo sein. Ihr müsst nicht ein Mistkübel wo aufstellen. Macht euch Erinnerungen daran, dass wir Gewohnheiten ändern wollen. Weil heute denkt es noch dran und vielleicht auch morgen, aber so schnell vergessen wir Dinge. Und ich glaube, wenn wir die Gewohnheiten ändern und uns dann jemand fragt, zuderst du noch oder lebst du schon, dann können wir sagen, ich lebe. Ich lebe. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns Leben in Fülle zu geben. Ich danke dir, dass du uns aus der Sklaverei befreit hast, dass wir Wunder mit dir erlebt haben und dass wir wissen, mit dir haben wir eine gute Zukunft. Wir gehen in eine Ewigkeit bei dir. Und Herr Jesus, du hast uns nicht verheißen, dass keine Stürme kommen werden. Du hast nicht verheißen, dass wir durch ein dunkles Tal gehen. Du hast nicht verheißen, dass immer alles schön wird. Aber du hast verheißen, du bist Immanuel, Gott mit uns. Du hast verheißen, dass du uns nie im Stich lässt. Du hast verheißen, dass du gut bist, dass du auf die Gebete deiner Kinder antwortest. Und ich möchte dir danken, dass wir uns daran festhalten dürfen, dass du uns liebst, dass du uns Leben in Fülle gibst und dass du eine gute Zukunft für uns alle hast und dass wir dir vertrauen dürfen und im Glauben auf dich bauen dürfen, egal was kommt.